Liebe Lego Fortnite, liebenden Bruder und Schwestern, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Part von Let's Show Lego Fortnite. Und jetzt hat's aufgehört zu regnen. Ihr wisst, der letzte Part hat damit beendet, dass ich meine Werkbank hops nehmen wollte. Du darfst nichts bauen, weil es regnet. Aber jetzt regnet es nicht mehr. Deswegen kann ich mir jetzt entweder eine Waldaxt oder eine Spitzhacke machen. Ich sehe gerade, ich kann beides machen. Das freut mich jetzt sehr. Deswegen mache ich mir erstmal eine Waldaxt. Ne, für eine Spitzaxt bräuchte ich noch ein ganz bisschen mehr Holz. Und ich kann meine Spitzaxt auch auswählen. Allerdings tut mein PC den Bildschirm so abschneiden, dass es leider nicht lesen kann, mit welcher Tastenkombination das geht. Deswegen muss ich es finden in meinem... Ah ja, mit L und R. Das ist ja blöd gemacht. Ah, nee. Hä? Ah! Mit ZR. Mit ZR kann ich jetzt irgendwelche dummen Leute angreifen, die meinen, mir hier Stress machen zu müssen. Das ist schon mal gut. So, dann sammle ich mal hier Holz ein. Holz. Ja, erstmal ganz viel Holz ansammeln und ganz viel Waffeln. Waffen machen. Weil die helfen mir dann, um, ja, zu überleben. So ist zumindest mal meine Strategie. Aber das Game macht doch Bock. Ich hab gehört, wir machen das nächste Woche mal in einem schönen Livestream. Würde mich das schon sehen. Ja, doch. Fortnite gibt's gratis für die PlayStation. Gibt's keine Ausrede. Besser. Okay. Ja. Fortnite kann man mögen, muss man aber nicht mögen. Und ich bin ja auch nicht so der größte Fan von Fortnite. Ich habe zwar damals, wie das in den amerikanischen Nintendo eShop, ein paar Stunden früher erschienen ist wie im europäischen. Weiß nicht so, als ob ich da ein Video gemacht habe, in dem ich erklärt habe, wie man das Fortnite paar Stunden früher holen kann. Oh, 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 da ist meine erste blöde. Bäm! Bäm! Yeah, Mann! Ich hab die erste, blöde, Spinne weggeeatet. So muss das. Sehr schön. So sieht's aus. So, da ist die zweite auf dem Gleis. Und weg. Und adios. Adios ins Kosovo mit dir. Sehr gut. So. Kann, ah ja, das, okay, das Schaf hoppelt weg, wenn ich es erschlagen will. Die Reaktion kann ich zu einem gewissen Part nachvollziehen. Und ich habe Fleisch damit bekommen, nachdem ich das Schaf getötet habe. Auch dies ist eine logische Konsequenz, die daraus folgt. Sehr gut. So, da ist noch ein schönes Schaf. Mach's gut. Auf nimmer Wiedersehen. So, Veganer werden sich jetzt mal wieder aufregen an dieser Stelle. So, da hinten ist eine Kuh und die macht Mu, aber das macht sie nicht mehr lange. Hallo Kuh. So, Lego-Kuh. Die Kuh bleibt halt einfach stehen, die rennt nicht weg. Aber doch jetzt, nachdem ich sie fast getötet habe, fängt sie auf einmal an wegzurennen. Davor hat sie bei ihrem Tötungsexzess einfach nur zugesehen. Und jetzt rennt sie ganz so schnell weg, die blöde Kuh. Bleib doch mal stehen. Willst du nicht sterben oder was? Kann ich nicht verstehen. So, dann gehen wir wieder zu meiner tollen Werkbank. Hallo. So, ich will jetzt mal eine schöne Spitzhacke bauen. Mit Y stellt man die her. Und ich müsste noch genug haben, jawohl, für eine Waldspitzaxt. Waldaxt. Gut, jetzt brauchst du wieder mehr Holz generell. Und das kann ich jetzt wissen, was sie dann auch hin und her wählen. Beispielsweise dann ein schönes Huhn. Das kann ich töten, wird es nicht wegrennen. Bleib doch stehen, Huhn. Ein Huhn. Huhn. Nein. Huhn rennt halt schnell weg. Kann ich echt nicht nachvollziehen. Wieso die alle auf einmal wegrennen, wenn ich mit einer Axt hinter denen herlaufe. Würde ich nicht machen. So, ich hab Hunger. Ja, dann tue ich jetzt einfach nochmal ein paar von meinen wilden Erdbeeren versehen.
Das sind Himbeeren, aber ist ja auch wurscht. Geht ja nur ums Prinzip. So. Also ihr merkt, ich komme langsam voran, Leute. Und ich glaube, ich mache aus dem Sünden jetzt so doch ein kleines Display, weil es macht gerade irgendwie Bock, dieses Game. Ganz spontan gemerkt, dass es Bock macht. Kleines LPI ist es nicht, dass ich 1000 Pate mache. Aber mir zumindest mal ansau. Und ich will auf jeden Fall demnächst mal ein Together-Part machen. Das mache ich dann mit einem guten Sten. Den kennt ihr vielleicht noch von Minecraft mit Sten. Wenn ihr vor sieben Jahren schon auf meinem Sandal unterwegs wart. Das nennen wir jetzt dann Let's Play Lego Fortnite with Stan. Nee, also an Silvester sehe ich mich jetzt hier nicht Lego Fortnite zocken. Ich glaube, ich liege dann am Headset. So, jetzt wird es auf einmal wieder dunkel. Uiuiuiui. Aber ich kann die Werkbank benutzen, theoretisch. Ja, ich weiß halt nicht, was man sonst im Dunkeln machen soll, ehrlich gesagt. Ich habe eine Anleitung für... Ach geil, ich kann einen Grill aufbauen. Boah, ich kann ein Sägewerk hinbauen und eine Werkbank. Das ist doch schon mal sehr gut. Dann baue ich mir hier erstmal noch mehr Sachen hin. Von Sägewerk brauchst du mehr Holz, das geht nicht, aber ich kann mir jedenfalls meinen Ofen hinbauen. Nee. Also ich baue mir jetzt erstmal meinen Ofen hin. Ich hätte das vielleicht doch im Stream zocken sollen, einfach. Da hätten Leute zuschauen können. Ja, wurscht, jetzt mach es mir. Mach das als Aufnahme. Soll ich deine leerreißen Audiokommentare in die Aufnahme mit reinpacken? Also zu eurer Information, liebe Zuschauer, ich hab hier auf dem linken Ohr so ein Vögelchen sitzen, was mir Tipps gibt für das Game. Nee, ich hab nur einen Kumpel, gerade noch in einer anderen Leitung, wegen dem schon mal ein Stream gesperrt wurde, aufgrund seiner Anwesenheit. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. So. Gut, 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 es gibt mir jetzt einfach mal, bis wieder Tag wird, weil ich habe keinen Bock, hier nach drum zu laufen. Deswegen gib mir jetzt einfach mal an dieser Stelle Memo an mich selbst. Cutte die Stelle raus, bis wieder Tag beginnt. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Tag. Heißt aufs Cutten. Hier kommt gerade ein Kusselbeauftragte. Die heißt einfach Kusselbeauftragte und die läuft gerade hierher. Liebe Kusselbeauftragte, was willst denn du? Wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Ja, Kusselbeauftragte, ich kann dir nicht sagen, wer du bist. Warte, die Antwort auf die letzte Frage weiß es. Ich bin Kusselbeauftragte. Wie schön, dich zu treffen. Und du bist GammaKotzLP. Warum klingt das vertraut? Ja, warum? Kennst du etwa nicht den YouTube-Kanal GammaKotz? Der ist doch weltbekannt. Ist doch klar, dass das vertraut klingt. Wer kennt den nicht? Also, mal im Ernst jetzt. Ich bin noch nie an einem... so ein Ort wie diesem hier gewesen. Aber ich bin froh, dass wir gemeinsam hier sind. Stopp. Gemeinsam, Kusselbeauftragte, ich weiß er nicht. Es könnte hier gefährlich sein. Wir sollten uns vorbereiten, nur für den Fall. Vorbereiten? Ich mach mir Sorgen wegen des Regens. Digga, es regnet gerade nicht mal. Vielleicht brauchen wir einen Unterstand. Du kannst eine kleine Hütte bauen, in der du das Baumenü in die Kategorie Gebäude verwandelst. Ich brauche mehr Holz. Wenn du mehr Holz benötigst, gibt es hier kleine Bäume, die wir schlagen können, um Ressourcen zu sammeln. Okay, dann gehen wir gleich mal ein paar Bäume schlagen. Ja. Auf dem Boden findet man viel Holz und du kannst Büsche auseinandernehmen, um Holz und Fasern zu erhalten. Also, was sollen wir machen? Wir sollen Bäume schlagen und Büsche auseinandernehmen. Ich liebe die Formulierung von diesem Game. Okay. Aber erstmal muss es etwas töten, was auf Miss Sindel schnell hergelaufen kommt. Ah, der Kusselfreund hilft mir. Yap, yap, du. So, wartet mal. Kann man den Grill? Kann man den benutzen?
Ja! Mit Y. Ah, jetzt grill ich mir gerade Fleiß. Ich kann es dann essen. Ja, logischerweise. Es ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es dauert aber ein bisschen, bis das Fleisch fertig ist. Das sehe ich schon. Sehr, sehr interessant. Gut. Dann machen wir auch noch das andere. So, mit X kann man den verarbeiteten Gegenstand zu nehmen, ne? Macht ja durchaus Sinn. Kann ich den auch nehmen. Und dann machen wir auch noch gleich das letzte Fleisch, wenn wir schon dabei sind. Dann haben wir erstmal auf jeden Fall genug Grundlage, um dann danach was aufs Essen zu können, ne? So sieht es nämlich aus. Okay, okay, okay. Muss sagen, das Game bockt tatsächlich ganz schön. Ist gut. So, da ist eine Kuh. Die kommen mir streicheln. Ich will dich doch nur streicheln, liebe Kuh. Ja, komm her. Oh, cool, ich mag die Kuh. Oh, Ehre, wenn man die Kuh streichelt, dann gibt die einen Milz. Ja, dann bringe ich dich nicht um, liebe Kuh. Aber du hast mir gerade Milz gegeben. Hallo, Kuh, auch wenn ich mit einer Axt komme, ich will dich doch nur streicheln. Kuh, bleib da, ich will dich streicheln. Sehr gut, die Milz ist sinnvoll. Aber mein Ziel ist jetzt nicht Kühe zu streicheln, sondern ich will Bäume verschlagen. Aber es. Ich nehme auch erstmal ein Kürbischen mit. Das halte ich auch für sinnvoll. Und sammle, wie gesagt, auch so Holz ein, weil ich brauche nämlich eine schöne Hütte. Und dafür braucht es einiges an Holz. Vielleicht geht das mit der Holzachs besser, ich habe keine Ahnung. Ja. Tatsache. Da muss man mal sehr häufig draufhauen, nur um mal ein bisschen Holz zu bekommen. Aber ich denke mal, da führt leider nichts dran vorbei. Machen wir es einfach mal. Lag doch irgendwo noch Holz rum. Ich bin einfach hungern. Eieiei. Wenn dem so ist, dann essen wir was. Aber jetzt mein schönes. Oh Gott, wie ging nochmal das Inventar? Würde nämlich ganz gerne mein schönes Fleiß. Weitere Aktion. So nebenhand nehmen. Und das kann ich jetzt nämlich mit ZL essen. Und hab dann nämlich auch keinen Hunger mehr. Sehr gut. Ja klar, wenn man hier großartig viel arbeitet, dann kostet das natürlich Ressourcen. Und man bekommt sehr schnell Hunger. Das ist, macht da Sinn. So, das tun wir dir noch weiter bearbeiten. Chris noch da. Ich habe in der Leitung gerade einen Kumpel, finde ich gerade nichts mehr höher, weil er nicht einfach eingepennt vor ein bisschen. Dies halte ich für sehr was Seines. So, ich muss noch ein bisschen Granit ansammeln, weil das brauchen wir dann gleich, um uns eine schöne Unterkunft zu bauen. Das ist nämlich noch ganz wichtig. Also wie gesagt, es wird kein riesen LP werden, aber es wird auch mal ein paar Parten in das Game reinlunzen. Dafür, dass es kostenlos ist, das finde ich sehr witzig. Und auch sehr cool. Da tun wir mal die restlichen Bären noch einsammeln. Man kann, wie kann man jetzt hier dran rütteln? Man konnte irgendwie an den. Ah, da gibt es offensichtlich Holz, das man mal einsammeln kann. Gut zu wissen. Hier gibt es auch ein paar dünne Bäume, die Instant Holz bringen, jawohl. Finde ich ganz sinnvoll. Dass die direkt Holz bringen müssen. Und bei allen, weil ich werde irgendwann bald wieder Nacht. Dann fragen wir gleich, wie viel Material wir überhaupt noch brauchen. Weil vielleicht das Ganze auch deutlich schneller. Jetzt ist meine eine Axt eh bald kaputt.
Aber die zwei Bäume mag ich noch geschwind. Also nicht mal mit der einen Axt. Die sind sehr bald Nein sagen wird. Aber probieren wir's. Jetzt ist die kaputt gegangen. Dann geht's halt mit der anderen weiter. Das akzeptier's. Müssen wir halt nur alles einsammeln, was man da runtergekickt hat, sonst macht's halt alles gar keinen Sinn. Ah, stopp, hier war auch noch Holz oder was, oder? Und die Himbeeren nehmen wir auch nochmal mit. Gut, haben wir so eine gewisse Grundlage, die uns ermöglicht, in sehr absehbarer Zeit ein Haus zu bauen. Das finde ich schon mal sehr gut. Das ist jetzt quasi unser nächster sinnvoll logischer Schritt, dass wir einfach mal ausbauen. So ist zumindest der Plan. Und dafür würde ich sagen, wir geben uns einfach mal da nach hinten, wo wir erst unser kleiner unser kleines Basislager aufgeschlagen haben. Ich hoffe, dass unser Freund da noch irgendwo ist, weil sonst haben wir ein ganz anderes Problem. Shit. Ist er nicht mal hier? Passt mir nicht, weil... Ich kann... Bis jetzt nur... Ah, da ist er doch wieder, jawohl, hallo! Mit Kuschelbeauftragten reden. Wenn du der Ort nicht gefällt... Okay. Wie sollen wir uns auch so vorbereiten? Ja, Unterstand. Du kannst direkt eine Hücke bauen, indem du das Baumenü in die Kategorie Gebäude. Bin dabei. Was? Das Baumenü in Gebäude? Ah, oh, lol. Als ob es dafür einfach so genügend Stuff habe für die einfache Hütte. Ja, Mann. Den Umständen bauen wir die einfach mal hin. Das ist doch gar nicht mal so viel Holz. Nur müssen. Dann bauen wir die einfach mal hier hin. Ah, da kann man hier auch einzelne Sachen dran bauen. Sehr gut. Dann machen wir hier, hier was hin. Dann machen wir das hier hin. Hier braucht es auch eine Hüttenwand. Ich glaube, das Ding wird so schlimm werden. Bis jetzt habe ich nur eine Unterseite mal gebaut. Weil ich muss unbedingt schnell was essen. Alles geht dann mit ZL. Okay, jetzt will ich es weiterbauen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Säule. Ah! Erst bauen. Gut, hab die erste mal gebaut. Machen wir... Komm. Hä? Digga, ist gerade dieses Game nicht. Kann man nicht irgendwie drehen? Ah! Das ist ja mal Pain in the Ass, hier irgendwas hinzubauen. Braucht es halt irgendwie mehr, ne? Ach, ich kann es spawnen, weil ich dafür nicht genug Holz habe, oder was ist das Problem? Oder muss die, ach, weil die da hin muss. Ah. Verstehe. Hä?
Ich schreie gerade nicht. Hä? Digga, what the fuck? Ich würde das ganz gerne einfach dahin bauen. Also bauen, veranlassen, Y, bauen, starten. Macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Vor allem will ich ein Dach hinbauen. Da brauchst du einfach inzwischen wirklich wieder mehr Holz. Ich weiß nicht, ich finde das gerade höchst kurios, ehrlich gesagt. Das Ganze. Ich hole mir einfach mal das Holz, was ich hier habe, genauso wie den Baumstamm. Der Graphit meines, das Graphit. Das Holzstamm, das Holz. Aus wie das Holz hier und das Holz hier. Hinten auch noch. Und ich hoffe einmal, dass das reicht. Also dieser höchst kuriose Sachs, ehrlich, wie es ist. Hey, ist das Aufnahme ist jetzt wieder 1 Uhr. Es war eigentlich vor lieber einer Stunde ins Bett. Also das ist jetzt hier mit irgendwelchen. Ey! In irgendwelchen Spinnen rumschlagen. Ich glaube, ich spinne. Also mit dem Haus, das fixt mir jetzt ein bisschen an. Aber das wird noch werden. Ich sag's das, wie es ist. Braucht seine Zeit, ja. Aber es wird. Das ist die Hauptsache. So, kann man jetzt hier was bauen? Was stimmt denn da nicht, hä? Bleibende Bauteile. Allzeit Essen ist. Wir starten mit dem Bauen, dann nehme ich das Teil. Ah. Hä? Ich habe halt einfach nur die falsche Taste gedrückt. Jawoll, jetzt kann nämlich hier mal ein Hüttendach und eine Hüttenhalbwand. Also ich kann beispielsweise die Hütten Halbwand hier irgendwann, glaube ich. Dann nehme ich mein Dach. Egal, es ist erstmal noch was. Es hat manchmal viel, merke ich gerade. Was mir nicht passt. Auf jeden Fall noch schnell jetzt das Dach bauen. Wieso wurde das Dach nicht gebaut, Digga? Es reißt halt nicht, ne? Hä? Digga, what the fuck? Ich gehe auf Bauen. Wähle das Ding aus. Weil ich dafür die falsche Taste gedrückt habe, ne? So, ah ja, jetzt fällt nur noch hier was. Y. Hallo? Doch bauen das Teil A und bauen. Jawohl, jetzt habe ich es verstanden, wie das Ganze funzt. Gut. Das ist höchst kompliziert. Wo kommt der First hin? Komm.
A bauen. Okay, okay. Es wird, du wolltest so irgendwas. Hallo, kann man mit dir reden? Ich hatte gehofft, dich mal wieder zu sehen. Okay. Die Unterschlupf wird das Beste eignen, um vor Wetter und Feinden zu schützen. Meinst du, wir sind in der Leute? Einige Leute, ja, okay, es kommt aber ein bisschen nicht voll. Würde ich ganz gerne erstmal weiterbauen. Und das, liebe Leute, jetzt wird's Winter. Machen wir im nächsten Part. Bis dahin, sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!